Jo Leute, was geht? Der Schoß wieder am Start mit einem neuen Video. Heute habe ich meinen Kompagnon Kuba dabei. Wir machen heute, wer würde eher? Da kommt es drauf an, wir kriegen eine Frage gestellt und wer würde dann eher eine bestimmte Sache machen. Wir haben auch noch einen anderen Teil bei Kuba. Bei mir kommen Fragen, bei Kuba kommen Fragen. Also checkt natürlich auch seinen Channel ab, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Wer würde eher jemanden schwängern? Willst du auch mal sagen, warum du dich gewählt hast, Chef Ruhe? Ja, weil ich schon länger Single bin als du. Und da vielleicht auch die Gefahr größer sein könnte. Ja, warum? Ich bin doch auch Single. Aber länger Single bin ich als du. Wie lange bist du Single? Jetzt fast ein Jahr. Ich bin seit 3 Jahren Single. Krass. Ja. Ja. Ich bin kürzer. Ich denke, dass ich kürzer als du Single bin. Nee, du fickst einfach zu viel, deswegen kommst du nicht drauf. Ja. Aber nee, ich glaube, das Malheur würde mir, glaube ich, eher passieren. Dein Lör ist? Das Malheur. Ach so, was heißt das? Malheur ist so ein Fehler, ein Ausrutscher. Ach so, okay. Ja. Dann sag doch Fehler. Ja, aber man sagt das so. Man sagt das okay. So. Ja. Wer würde eher bei einer Zombie-Apokalypse überleben? Oder länger? Ja, ganz klar. Ganz klar. Echt? Ja. Boah, hätte ich nicht gedacht. Warum? Ich glaube einfach, man merkt, dass es einfach. Das ist auch Chef, ne? Ja. Ich glaube, dass ich da. Ich weiß nicht, ich glaube einfach so. Was heißt survival-technisch? Aber ich würde so sagen, so selber das Leben noch so. Weil ja, einfach, ja. Also einfach selber um mich zu kümmern, glaube ich, würde ich noch ein bisschen besser hinbekommen. Als Chef ist so ein bisschen wie meine. Du bist so ein bisschen wie meine Mom noch. Also ja. Du gibst mir so ein bisschen. Daddy Wolf! Nein, du gibst mir so ein bisschen. Also der guckt so ein bisschen auf mich und so. Er hat so ein bisschen mehr Ahnung vom Leben. muss man ihn schon lassen, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Und da hilft dir immer super. Du merkst es aber auch, gell? Dass ich ein Chubby bin, ne? Also, du machst ja trotzdem deine Sachen. Ja, safe. So gut wie es geht. Ich will die auch lernen. Wer würde eher nackt ums Haus laufen? Um unser Haus nackt? Eher komplett splitternackt? Mhm. Boah. Ich glaube doch auch wieder. Ja. Oh, wie seid ihr euch nicht einig? Okay, warum das? Nicht, weil ich hab also für mich, ich weiß halt nicht, wie es bei dir ich ist. Ich hab da weniger Hemmschwellen. Ich gehe auch gerne in die Sauna oder so. Ich hab kein Problem damit. Ja, ich bin schamlos oder so. Also ich hätte auch, also sagen wir mal, wenn das irgendwann passieren sollte, warum auch immer, wenn das so geleakt würde, warum auch immer, vielleicht wenn ein Event ist, ihr macht heimlich ein Foto, weil ihr vielleicht immer mal ein Event habt im Schwimmbad, wo ich nackt zu sehen bin und ja, fotografiert das. Das kommt, warum auch immer, wie in welche Hände, würde mich gar nicht jucken. Oh shit, so aus dieser Perspektive habe ich es gar nicht betrachtet. Man würde dann aber einen Small Wiener sehen? Ja. Nee, da würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Wenn man meinen kleinen Penis sehen würde, nee. Würde mich gar nicht jucken. Da bin ich genau wie Drake, Digga, würden auch alle drüber reden, aber im Gegenteil, Digga. Du musst so musst du ran, so. Wer würde eher einen Orgasmus vortäuschen? Das ist lustig, weil die Typen sagen. Einen Orgasmus vortäuschen? Nee, ich saft dem ab. Geil. Was hast du? Chef, du, hast du das schon mal gemacht? Weil du keinen Bock hattest? Weil ich echt schlecht fand. Das ist auch echt schwer, aber es geht, wenn du mit Kondom Sex hast. Ah, dann merkt sie das nicht. Dann merkt sie es nicht, dann machst du so und ziehst du halt raus und läufst ganz schnell weg. Hab ich ja wirklich schon gemacht, weil es wirklich so schlecht war. Also es ist kein Spaß. Okay, das ist krass. Wer würde sich eher eine Glatze rasieren? Ja, machen wir den hier. Wir machen beides. Also es bei mir ist es auch notgedrungen durch die OP, aber... Ich glaube, aber ich war leichter zu überreden. Ich dachte mir, komm, scheiß drauf. Ja. Ich habe pinke Haare. Die haben alle Farben schon angenommen, meine Haare, die waren schon gammelig. Ich hab gesagt, ey, komm. Ich finde, dir steht sie doch einfach mehr als mir. Was? Ich finde, dir steht es mehr als mir. Das ist meine Meinung. Weiß ich nicht. Also mein Channel hat gesagt, du siehst aus wie Demon One. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das sind ja eh alles Valorant-Freaks. Er sieht ein bisschen aus wie Demon One. Und auch von seiner Mentality. Ey, ist toxic. Der, auch so? Der ist richtig toxic. Geil, ich schreibe ihn mal. Der ist richtig cracked. Das ist halt der einzige Unterschied, ne? Der ist halt richtig krass. Fuck. Das habt ihr leider nicht gemeinsam. Tut mir leid. Wer würde eher einen Dreier haben? ganz klar, 100%. 100%, Herr Strobel. Ja. Wäh! Und dann die andere, wäh! Wäh! 100% du! 100%. Da gibt's ja die eine oder andere Story schon auf Trix's Channel, von daher. Ich schwöre, der Typ achtet 10, sagt 10 mal ab. Das ist dem so scheiße. Ja, safe, 100%. Das ist eine Frage. Wer könnte am ehesten nie wieder Alkohol trinken?
am ehesten nie wieder Alkohol trinken. Boah, ich weiß nicht, du bist nicht so. Ich glaub. Echt? Du bist, glaube ich. Ich habe jetzt Chef gemacht. Krass. Aber du hast schon viel, du hast so Death Mode viel besser als ich durchgezogen. Also echt jetzt schon? Also bei mir ist so, ich mach's für ein Event. Ich trinke gar keinen Alkohol mehr, schon seit mehreren Monaten. Ja. Aber ich finde, das ist auch länger. Ich glaube, du könntest es länger durchziehen aus Überzeugung. Ich würde es machen wegen Events wie Boxen oder Fitness. Ja. Aber wenn dann wieder sowas ist wie Malle oder auch hier, ich hätte hier heute Abend mich dumm und dämlich gesoffen, wenn das so ein lockeres Event wäre, ja, wenn es ja nicht unbedingt. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Du musst aufpassen, dass wir hier nichts liegen, ne? Ja, klar. Ich muss die ganze Zeit drauf achten. Ja, also wobei, eigentlich schon, auch ich. Ich dachte, du wärst da ein bisschen so lockerer, weil du säufst nie richtig. Ich weiß, doch, wenn eine richtig geiles Event ist, ich glaube, das kommt, ich glaube, es kommt daher, weil du immer in der Vorbereitung warst. Da war so unser Kontakt richtig eng. Mhm. Bei der Vorbereitung von deinem Boxkampf, da warst du sehr diszipliniert. Ich weiß, ich sag's. Der hast gar nicht getrunken. Deswegen dachte ich eigentlich eher du, krass, weil du halt so diszipliniert bist. Also wie gesagt, ich war damals ja, wo ich jünger war, oft feiern. Mhm. Und jetzt nur noch, wenn halt wirklich geile Events sind oder halt geiler Urlaub. Und dann gehe ich einmal wirklich mit, aber dann reicht's auch wieder für die nächsten paar Wochen. Ja. Oder Monate. Folgende Situation. Streaming läuft bei euch beiden nicht mehr. Ihr habt euch komplett mit den Steuern verschätzt. Beide pleite. Wer würde eher in eine kriminelle Laufbahn nach? Tisch Strubbels aktuelle Lage eigentlich. wer will eher in die kriminelle Laufbahn gehen? Hundertprozentig. Hast du? Ja. Ich habe halt auch zum Glück auch meinen Bachelor und Master noch gemacht. Ich glaube, er hat Fuß mehr. Fassen. Er hat mehr. Und ich war schon früher, so, wo ich jung war, habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. So, jetzt klein kriminell, so, ne? Jetzt nichts Wildes, aber. Ich glaube, ich eher, weil er mehr Perspektive hätte und ich dann wieder denke, ich muss irgendwie Geld ranholen, dann kommst du wieder durch den alten Kontakten und dann, ja, so vielleicht. Also er, also würde ich auch niemals machen, aber wahrscheinlich eher als du. So, ne? Ja, okay, geil. Ich bin lieber Captain. Wer würde eher eine Enttäuschung im Bett sein? Boah, das ist schwierig, weil ich weiß nicht, wie ich der Strobel bummst. Ich weiß auch nicht, wie du bummst. Naja, das ist so ein Thema. Ich bin schon Ficker eigentlich. Ich bin halt schon ein richtiger Ficker, ne? Aber ich bin halt. Jetzt ist es eine super unangenehme Frage. Aber ich würde dann. Weil Chef Strobel hat einfach so oft Bums, das ist halt schon sehr krass. Deswegen würde ich sagen, einfach hier. Ja, würde ich einfach mal so sagen. Aber ich kann auch einer sein. Also ich weiß. Ich weiß. Vielleicht habe ich irgendwann mal Frauen angelogen, dass ich gut war und deswegen ist mir bei einmal geblieben. Ja, da kommen wir wieder zum Vortäuschen. Ja, kann ja auch ein Nachteil sein, dass wenn ich öfter was habe, dass ich dann mehr Freunde enttäusche. Ja. Siehst du mal? Man weiß es nicht. Also Leute, wenn euch dieses Format gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt oder wenn ihr andere Sachen sehen wollt, was andere YouTuber schon gemacht haben, weil das Format ist jetzt nicht neu, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Checkt wie gesagt auf jeden Fall Coopers Format auch ab. Wir haben da andere Fragen nochmal gestellt. War sehr, sehr witzig. Bleibt gesund. Lasst gerne Abo und Like da. Ich würde mich freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Stream. Haut rein. Euer Chef und Kuba.